Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 27. Mai. Heute haben wir dabei Google AirView, E-Post, E-Scooter, Tor-Browser und Spotify. Beginnen tun wir mit Google AirView. Das ist ein Projekt von Google, in dem es für Gegenden festhalten möchte, wie die Luftverschmutzung dort ist. Denn oft sieht man das nicht und Luftqualität ist ein sehr interessanter Faktor fürs Wohlbefinden oder aber auch zum Beispiel für Fahrradfahrer. Wenn sie eine Radtour planen, dann möchten sie vielleicht auch lieber durch Gegenden fahren, wo die Luftqualität besser ist. Und da ist Google jetzt in Amsterdam dabei und lässt die Fahrzeuge, die für Google Street View eigentlich Fotos machen, auch die Daten zur Luftqualität speichern. Das Ganze könnt ihr dann auf der entsprechenden Webseite abrufen und entsprechend, wie in dem Beispiel gerade genannt, können Fahrradfahrer dann in Google Street View /AirView ihre Radtour planen. Mal sehen, ob das viel genutzt wird. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Wir hatten ja letztes Jahr auf der IFA auch ein Gadget in Sachen Luftqualität, falls der ein oder andere sich da noch dran erinnert. Woran ich mich ab und zu erinnere, ist, dass es schon lange her ist, dass ich einen Fax geschickt habe. Ich glaube, letzte Mal vor 2 oder 3 Jahren. Und im Schnitt kam das die letzten, 10 Jahre auch nur alle 2 oder 3 Jahre vor. Und ich habe dafür immer den Dienst von der E-Post, also von der Deutschen Post, genutzt. Und da waren die Faxe umsonst verschickbar. Das war ganz praktisch, aber davon kann ich mich jetzt auch verabschieden, denn die Post stellt die kostenlose Faxfunktion in der E-Post zum Ende Juni ein. Dann kann man das entsprechend nicht mehr machen. Es scheint einfach nicht genug genutzt worden zu sein. Ich bezweifle mal, dass es zu stark genutzt worden ist und damit zu teuer war. Sonst hätten sie da auch einen Preis pro Fax ja dran gedaddelt. Tja, also, da muss man halt wohl gucken, wie man seine Faxe weiter verschickt. Ich habe beim Kassi im Blog in den Kommentaren zu dem Thema noch gelesen, dass das wohl auch ganz gut mit der Fritzbox geht. Also, wenn ihr da eine habt, dann könnt ihr vielleicht darüber gehen. E-Scooter ist ja generell auch für mich ein großes Thema schon seit 10 Monaten oder 8 Monaten. Ja, auf jeden Fall beschäftige ich mich damit intensiv und ja nicht nur ich, sondern auch der deutsche Staat, der das Gesetz ja jetzt verabschiedet hat, das wieder alles ein bisschen komplizierter macht in Deutschland. Aber es scheint wohl, dass wir dann im Juni hier mit den E-Scootern rumfahren dürfen. Allerdings auch nur aktuelle und neue E-Scooter, die Händler auch entsprechend vorbereitet haben mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis, und alle anderen Geräte, also Geräte meine ich jetzt E-Scooter, die ihr vielleicht über China gekauft habt oder auf Amazon oder sogar in den großen Elektronikmärkten, die sind dann eigentlich Elektroschrott, weil sie eigentlich nicht gefahren werden dürfen, zumindest nicht im normalen Verkehr. Das ist dann illegal. Man kann sie natürlich weiter auf seinem eigenen Gelände fahren, aber das macht natürlich auch keiner, das ist Blödsinn. Und zumindest Xiaomi, die arbeiten jetzt dran, ihre Scooter auch für Deutschland vorzubereiten mit allen möglichen Sachen, die hier benötigt werden. Und dann werden diese unter dem Brandname Mi Electric Scooter angeboten, beziehungsweise Mi Electric Scooter Pro. Und dabei handelt es sich um die durchaus schon über diverse China-Shops bekannten Modelle M365 und M365 Pro. Die Schwesterfirma Ninebot hat bislang noch keine großartigen Pläne, aber falls da welche rauskommen, werden wir euch natürlich hier auch darüber informieren. Etwas, was jetzt auch neu rausgekommen ist, ist der Tor-Browser für Android. Da ist jetzt die erste stabile Version veröffentlicht worden. Und man kann mit dem Tor-Browser in das Tor-Network rein, also entsprechend ins sogenannte Darknet. Alles ganz anonym, man wird über diverse Nodes geschickt, bevor man an seinem Ziel landet. Und wenn ihr das jetzt auf einem Android machen wollt, dann könnt ihr euch jetzt entsprechend die erste stabile Version im Play Store runterladen. Und letztes Thema für heute, Spotify. Die haben jetzt auch in Android eine neue Funktion, also heute ist der kleine Android-Tag.
Denn bei Spotify für Android findet ihr nun eine Möglichkeit, dass ihr einen Sleep Timer einstellt, wenn ihr ein Hörbuch oder einen Podcast anhört und dass der nicht einfach durchläuft und dann vielleicht sogar noch die nächste Folge abspielt, könnt ihr den so Bescheid geben, dass ihr beispielsweise in 30 Minuten hofft zu schlafen und entsprechend sollte sich dann in 30 Minuten Spotify abschalten. Das Ganze ist leider nicht individuell einstellbar, sondern nur in verschiedenen Schritten. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten und eine Stunde, beziehungsweise nach Ende des Tracks, beziehungsweise Podcasts oder Hörbuchs. Ja, also wenn das für euch interessant ist, dann guckt mal, ob ihr die Funktion findet. Die ist versteckt, wenn ihr entsprechend den Track ausgewählt habt, oben auf die drei Punkte klicken und dort eben Sleep Timer auswählen. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und ja, bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.